Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gehört, was Wechselstrom überhaupt ist. Ja, was eine periodische Größe ist, was eine Mischgröße ist, was eine Wechselgröße ist, was eine Gleichgröße ist. Das haben wir das letzte Mal ein bisschen definiert. Und haben wir gesagt, okay, ist bei so Wechselgröße oder Mischgrößen, da fangen wir eigentlich mit einem Wert nichts an. Ja? Und ich habe auch schon erwähnt, in der Steckdose sagen wir haben 230 Volt. Das ist ja doch ein Wert. Ja? Aber was heißt das? Was heißt das? Ja? Deswegen wollen wir uns heute so den Zusammenhang zwischen Zeitverlauf und Kenngrößen ein bisschen ansehen. Ja? Ich habe da wieder das vom letzten Mal mit, diesen Zettel vom letzten Mal. Und ja, schauen wir uns das an, was da für Kenngrößen gibt. Nun. Eine Kenngröße ist der sogenannte Mittelwert. Okay? Also, der Mittelwert. Zeitlich lineare Mittelwert. Dieser Mittelwert, ja, den schreiben wir x quer. Das ist der Mittelwert. Ja, das ist das Symbol. Und das ist, wenn ich den ganzen Kurvenverlauf unterteile in lauter kleine Teile, ja, und dort habe ich irgendeinen Wert x von t, ja, und multipliziere den, wie lang hat dieser Wert gedauert. Ja. Also, wenn wir da zum Beispiel sich das anschauen, ja, da, von da bis daher habe ich den Wert multipliziert mal der Zeit und so weiter. Ja. Da muss ich halt vielleicht so eine Treppe reinmachen hier in diesem Fall. Ja. Und dann habe ich praktisch alle Werte mit der Zeit gewichtet und dann muss ich nur dividieren durch die gesamte Zeit, ja, und das eben geht von 0 bis zur Periodendauer. Ja, also das T ist die Periodendauer, so schaut das aus. Ja. Und da haben wir schon gesehen, bei dem haben wir zum Beispiel ein Problem, ja, wenn das springt, habe ich überhaupt kein Thema. Ja, dann kann ich das locker abschnittsweise ausrechnen da mit der Summe, aber wenn das so eine Funktion beschreibt, na dann muss ich entweder sehr feine Delta T's machen oder wenn ich einen Infinitesimalübergang, habe ich schon ein paar Mal erwähnt das Wort, gell, einen Infinitesimalübergang mache, das heißt dieses Delta T da so klein mache, dass es eigentlich nicht mehr da ist, aber gerade doch noch, ja, dann wird aus der Summe wird ein Integral, das Integral ist ja so ein großes S, ja, Summe, ja, x vor t, dt, 1 durch t. Das ist der Mittelwert. Okay? Ich meine, da sehen wir es ganz gut. Da haben wir den Mittelwert, das ist praktisch da, wo die Flächen drüber und drunter gleich groß sind, um diesen Mittelwert herum, ja, das ist der Mittelwert. Okay? Bei einer Mischgröße kann ich einen Mittelwert angeben. Bei einer Wechselgröße, haben wir gesagt, ist der Mittelwert 0. Und da fangen wir eigentlich mit dem Begriff des Mittelwertes so gar nichts an. Ja? Einfach nichts. Ja? Mittelwert. Also wenn es einen Mittelwert gibt, bedeutet das, dass es eine Mischgröße. Wenn es keinen Mittelwert gibt, dann ist es eine Wechselgröße. Und bei Wechselgrößen können wir zum Beispiel angeben den sogenannten Gleichrichtwert. Gleichrichtwert, ja. Na, wenn ich nichts anfange, ja, weil das Plus und Minus ist, dann nehme ich doch nicht einfach das Plus und Minus, sondern nehme ich den Betrag, okay? Symbol des Gleichrichtwertes ist deswegen diese Betragsstriche. Ja? Und die sind genau das Gleiche. Also ich summiere hier auf, ja, über die gesamte Periode volle x vor t mal Delta t gewichtet. Nur diesmal nehme ich nicht das x vor t, sondern diesmal nehme ich den Betrag von x vor t. Das heißt, auch die negativen Teile zählen positiv. Okay? Und dann dividiere ich wieder durch 1 durch t und das war's. Ja? Also dann bin ich praktisch, wie wenn hier alles positiv wäre. Ja? Dann würde diese negative Halbschwingung, diese negative Hälfte, würde dann einfach nach oben geklappt werden. Okay? Das ist das. Wenn ich einen Infinitesimalübergang mache,
ist es halt wieder das Integral von 0 bis t und diesmal Betrag x vor t dt. Das ist der Gleichrichtwert. Okay? Sind das jetzt unsere 230 Volt? Nein, sind sie nicht. Ja? Der Gleichrichtwert ist nämlich ein Wert, der sagt zumindest was aus über die Stärke des Signals, aber nicht über die Leistungsfähigkeit. Ja? Wir können uns ja erinnern, die Leistungsfähigkeit, Leistung war U mal I und das U war R mal I. Das heißt, wir haben da irgendwie das Quadrat gehabt, RI Quadrat, ja, oder U Quadrat durch R. Immer das Quadrat. Ja. Um diesem Quadrat Rechnung zu tragen, verwendet man üblicherweise den sogenannten Effektivwert. Und zwar ist der Effektivwert der quadratische Mittelwert. Ja. Das hat den Sinn, weil nämlich wenn, zum Beispiel, stellen wir so eine kleine Spannung vor, ja, die bringt zur Leistung fast gar nichts. Ja. Dann stellen wir uns eine doppelt so große Spannung vor, die bringt das Vierfache wie die Leistung, weil das ist ja U-Quadrat da drinnen. Ja. Das heißt, mit dem linearen Mittelwert, mit dem linearen Gleichrichtwert, fahre ich nichts an, weil eine doppelt so große Spannung bringt schon viermal so viel Leistung. Ja. Die ist viermal so effektiv. Ja. Das ist effektiv. Okay? Quadratischer Mittelwert. Ja. Den bezeichnen wir mit Großbuchstaben. Ja? Also das ist jetzt mal ein großes X. Ja? Und was machen wir da? Ja? Wir summieren auf. Wir summieren wieder auf. Von 0 bis t. Ja? X vor t mal Delta t. Das ist wieder das Gleiche. Ja? Nur diesmal quadriert das X. Ja? Also ich verwende nicht den Betrag, nicht den Wert selbst, sondern das Quadrat. Ja? Weil, wie gesagt, doppelt so groß bedeutet viermal so effektiv. Ja? Dann dividiere wieder durch das 1 durch t und dann, um die ganzen Quadrate wegzubekommen, machen wir Wurzel drüber. Oh, und schaut schon schön kompliziert aus. Gell? Das ist der Effektivwert. Ja? Das ist das, was ich in der Steckdose bekannt habe. 230 Volt. Das bedeutet, mein Strom, der da drinnen ist, ist so effektiv, oder meine Spannung eigentlich, 230 Volt Spannung natürlich, meine Spannung von 230 Volt ist so effektiv wie eine Gleichspannung von 230 Volt. Obwohl es Wechselspannung ist, ja, aber sie hat die gleiche Leistungsfähigkeit, die gleiche Effektivität wie eine Gleichspannung von 230 Volt. Ja. Machen wir wieder Infinitesimalübergang. Also im Endeffekt ist ja das eh nur das Ersetzen von der Summe durchs Integral. Und das Delta T wird eben zum dt, zum infinitesimal kleinen Delta. Das haben wir daheim. Effektivwert. Rot geschrieben, weil es der wichtiger ist. Ja? Effektivwert ist eben, wie effektiv ist das Zeug. Okay? Das kann man für alle möglichen Kurvenformen ausrechnen, für Dreiecke, für Rechtecke, für irgendwelche Stufen und was weiß ich was, geht alles. Ja. Wichtig sind es natürlich bei uns für so Sinusgrößen. Jetzt habe ich da versucht, eine Sinusgröße aufzuzeichnen. Ja. Und obwohl Sinusgröße heißt, ja, berechnen wir das, gibt die Formel für so eine, wie wir es verwenden, ja, also das x von t, ja, bei uns, ja, ist die Amplitude, das ist x Dach, das ist der größte Ausschlag praktisch, und dann, obwohl es Sinusgröße heißt, nehmen wir einen Cosinus, okay? Sinus, es ist sinusförmig, aber wir sagen halt, wir fangen da an, das ist irgendwie praktischer, ja. Cosinus. Und dann haben wir Omega T plus Phi X. Okay? Das Omega ist dabei die sogenannte Kreisfrequenz. Ja? Omega ist 2 mal Pi mal F. Ja? F, bei unserem öffentlichen Stromnetz haben wir 50 Hertz. Das ist die Frequenz, mit der die Ding schwingt. Ja? Und warum müssen wir die Kreisfrequenz verwenden? Na, dann passt es zusammen mit den Zeigern und so weiter. Dann passt es. Ja, also das ist Omega und Omega mal T, das heißt, das wird immer größer, das T, ja, und dann
kann, um zu modellieren, dass es eben so einen Cosinus in allen möglichen Bereichen gibt, das heißt überall starten kann, nehme ich halt nur so einen Phi x, ja, das ist der Nullphasenwinkel. Nullphasenwinkel. Ja. Und das da, das Phi ist gleich Omega t plus Phi x, das ist der Phasenwinkel. Okay, der Phasenwinkel, das ist der Winkel, wo ich gerade bin. Ja. Der wird jetzt vor der Zeit festgelegt. So, und dann machen wir einen Kosinus drauf und dann multiplizieren wir nur mit dem x-Dach und dann sind wir daheim. Okay? Sinusförmige Größe, diese Formel. Ja. Also, wir haben eine Kreisfrequenz, wir haben eine Phasenverschiebung, wir haben eine Amplitude. Ja. Und dann probieren wir es einfach. Ja. Probieren wir den Effektivwert von, sagen wir Amplitude ist 1. Ja. Beispiel. X-Dach ist 1. Ja. Das Phi x ist 0. Ja. Und das Omega ist ebenfalls 1. Ja. Okay. Und jetzt integriere ich. Ja, jetzt integriere ich über eine Periode. Ja. Ich sage also, mein x von t ist Cosinus von t. Okay? Das ist mein Ding. Und ich möchte den Effektivwert ausrechnen. Der Effektivwert war ja x ist gleich die Wurzel aus 1 durch t, ja, mal 0 bis t und x vor t Quadrat dt. Gut. Ja. Das heißt, das ist weiterhin Wurzel 1 durch t Integral 0 bis t, Cosinus Quadrat von t, dt. Und jetzt rechne ich dieses Wurzel 0 bis t, Cosinus Quadrat von t, dt aus. Das ist Integral von 0 bis, alt, großes t-Ketter, ja, Cosinus von t, mal Cosinus von t. Ja. Das verwende ich jetzt partielle Integration. Ja. Partielle Integration, ich sage einfach, das ist g' und das ist f. Ja. Was ist dann g? Sinus. Was ist f'? Minus Sinus. Okay? Und jetzt muss ich ja praktisch G mal F machen, ja? Also Sinus von T mal Cosinus von T. Das ist G mal F. Okay? Und dann minus Integral 0 bis T und gf', das heißt Sinus von t mal minus Sinus von t. Dt. Ja. So, jetzt habe ich da stehen, das sind g und f'. Partielle Integration nennt sich das. Ja. Jetzt habe ich da praktisch stehen, Sinus von t, Cosinus von t, plus Integral 0 bis t Sinus Quadrat von t dt. Okay? Und jetzt überlegen wir das, was Sinus Quadrat heißt. Schauen wir uns das auf dem Einheitskreis an. Ja.
da ist der Einheitskreis. Ich sage jetzt einmal, das ist der Phasenwinkel. Ja. Da haben wir den Sinus. Da haben wir den Kosinus. Und das da ist 1. Ja. Das heißt, Pythagoras, Sinusquadrat plus Kosinusquadrat ist 1. Ja. Pythagoras. Das heißt, mein Sinusquadrat ist 1 minus Kosinusquadrat. Das setze ich hier ein. Ja. Puck, diese Erkenntnis verwende ich hier. Ja. Das heißt, ich habe da Sinus t, Kosinus vor t plus Integral 0 bis t 1 minus Kosinusquadrat. So. Das heißt, ich habe da Sinus vor t, Kosinus vor t, 1 integriert ist groß ist t, ja, minus Integral 0 bis t, Kosinus Quadrat t, dt, ja, und das ist natürlich weiterhin Integral 0 bis t, Kosinus Quadrat t, dt. Ja. Jetzt baue ich einen neuen Zettel, schreiben wir hier unten weiter. Ja. Ich habe also stehen, ich werde das nochmal übertragen, ich habe hier also stehen, Integral 0 bis t, Cosinus Quadrat t, dt ist gleich Sinus von t, Cosinus von t, plus t, minus Integral 0 bis t, Cosinus Quadrat dt. Okay. Jetzt bringe ich dieses Cosinus Quadrat da, bringe ich auf die andere Seite, ja, plus Cosinus Quadrat. Dann habe ich da Cosinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Also diesen Term, diesen ganzen Term habe ich zweimal. Das heißt, auf der Seite habe ich stehen 2 mal 0 bis t Cosinus Quadrat d dt ist gleich. Und darüben habe ich Sinus von t Cosinus von t plus t. Ja. Und das Ganze da drüben geht natürlich von 0 bis t. Das habe ich da nirgendwo hingeschrieben, weil ich wollte jetzt nicht verwirren. Aber natürlich, wenn wir das hier integrieren, müssen wir Ober- und Untergrenze berücksichtigen. So, und jetzt kann ich das 2 auf die andere Seite nur bringen. Das heißt, das ist Integral von 0 bis t. Cosinus Quadrat d dt ist gleich 1/2 mal. Und diesen ganzen Mumpitz bitte, so, jetzt machen wir Obergrenze minus Untergrenze. Ja, das ist gleich 1/2 Sinus von t, Cosinus von t, plus t. Und jetzt minus Untergrenze, ja, minus Sinus von 0, Cosinus von 0, minus t. Genau. Na, 0 natürlich. Ich habe 3 t zu viel. Ja? 0, weil das t ist ja nicht 0. Ja? Das setze ich ja 0. Gut. Was ist der Sinus von t? Der ist 0. Der Cosinus von t wäre 1. Also bleibt das 0. Was ist der Sinus von 0? Der ist 0, der Cosinus von 0 ist 1. Passt. Also den Sinus und den Cosinus kann man vergessen. Im Prinzip kommt da raus, Integral von 0 bis t, Cosinus Quadrat t, dt ist gleich, da drüben bleibt nur t halbe über. T halbe! So, jetzt setze ich das hier ein. Ja, setze ich das hier ein. Es war ja der Fall, dass mein Effektivwert x war ja Wurzel 1 durch t, Integral 0 bis t, Cosinus Quadrat t dt. Ja, puh, jetzt wird es aber schon langsam lang, gell? So, und jetzt schauen wir das an. Das ist Wurzel aus 1 durch t, und das war ja t halbe,
mal T-halbe, ja? Okay, back, back, ist gleich Wurzel aus 1/2, ja? Ist gleich 1 durch Wurzel 2. Das ist der Faktor, mit dem der Effektivwert und die Amplitude einer Sinusschwingung zusammenhängen. Okay? Da kommt der her. Das wollte ich unbedingt zeigen. Ja? Das heißt, der Effektivwert einer Sinusschwingung x, ja, ist gleich x Dach dividiert durch Wurzel 2. Und meine Amplitude ist gleich x mal Wurzel 2. Ja? Effektivwert mal Wurzel 2. Das sind sozusagen, das gilt für Sinus Schwingungen. Okay? Machen wir so einen Folgepfeil her. Fertig. Ja? Also daher kommt dieser Zusammenhang. Ja? Daher kommt dieser Zusammenhang zwischen Effektivwert, einfach indem man das da einsetzt in die Formel und ausrechnet. Ja? Ich habe das jetzt schon da immer wieder verwendet. Ja? Momentangrößen, schauen wir uns das nochmal an. Momentangrößen werden klein geschrieben. Ja? Momentangrößen, kleine Buchstaben. Ja? Dann Großbuchstaben sind Effektivwerte, werden Großbuchstaben geschrieben. Und wenn man das nächste Mal, wenn wir hören, dass man das als Zeigerdiagramme auch darstellen kann in einer komplexen Ebene, das werden nachher unterstrichene Größen. Ja? Kommen wir noch dazu. Gut. Ja? Also, jetzt da am Schluss der mathematische Exkurs. Wichtig ist einmal das da. Ja? Und die Sinusschwingung, wie die ausschaut mit der Formel und dass wir das da jetzt gemeinsam ausgerechnet haben. Ja, okay. Ja. Vielleicht was interessant für den einen oder anderen. Das nächste Mal sprechen wir über Sinusschwingungen als Zeigerdiagramm. Ja. Also so eine Schwingung kann ich auch als Zeigerdiagramm darstellen. Wie das funktioniert, werde ich das nächste Mal erklären. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.